Du hast die neue Version 16 von Elite Card Architektur installiert und kannst es kaum erwarten, loszulegen? Wenn du nur mit den vordefinierten Standardparametern von Elite Card planst, kannst du auch direkt loslegen. Bist du ein fortgeschrittener Benutzer oder hast bereits eigene vordefinierte Parameter und Datensätze aus älteren Versionen, die du auch gerne in Version 16 nutzen möchtest? Dann zeige ich dir in diesem Video, wie du deine bestehenden Parameter ganz einfach in die neue Version übernimmst und noch dazu mit wenigen Klicks optisch auf ein neues Level bringst. Los geht's! Ich habe mir im Laufe der Jahre immer wieder eigene Datensätze in den älteren Versionen angelegt. Hier zum Beispiel in Version 15 gibt es diverse Wandaufbauten, die ich immer wieder bei Projekten verwende. Weiters habe ich noch ein paar Textparameter, Attributstempel und diverse weitere Architekturobjekte, die ich in die neue Version übernehmen möchte. Um diese Parameter jetzt zu übernehmen, öffnen wir nach der Installation zuerst die EliteCard-Konfiguration von Version 16. Dort starten wir das Tool Parametersätze übertragen. Hier müssen wir nun angeben, von welcher Version in welche Version die Daten übernommen werden sollen. In meinem Fall ist das bereits korrekt voreingestellt. Hast du eine Version übersprungen oder wechselst von Version 14 direkt auf 16, musst du die Einstellung entsprechend anpassen. Wichtig ist noch, die korrekte Region auszuwählen, in meinem Fall DE/DE für Deutsch Deutschland. Auf der linken Seite werden uns nun alle Benutzerparameter der gewählten Version angezeigt. Diese können wir nun entweder alle auf einmal in die neue Version übernehmen oder, wenn gewünscht, nur einzelne. Ich möchte alle übernehmen und klicke auf Alles anwählen. Jetzt noch ein Klick auf Kopieren und schon wurden die Parameter in Version 16 übernommen. Wenn wir jetzt die neue Version starten und eine Wand erstellen möchten, steht uns der alte Datensatz aus Version 15 bereits zur Verfügung. Wie ihr wisst, ist die neue Materialverwaltung mit mehr als 700 neuen hochaufgelösten Visualisierungsmaterialien ein großes Highlight der Version 16. Um eure Parameter auf ein neues Level zu heben, empfehle ich euch, diese gleich beim Umstieg einmal mit neuen Materialien zu belegen. Dann profitiert ihr bei allen zukünftigen Modellen davon und habt bereits im Entwurf automatisch hohe Visualisierungsqualität ohne Mehraufwand. Wie einfach das geht, zeige ich euch jetzt am Beispiel eines Wandparameters. Dieser Wandparameter, eine Kombination aus Ziegel, Dämmung und Trockenbau, habe ich mir vorhin in die neue Version kopiert und möchte ich jetzt neu materialisieren. Dazu öffne ich den Parameterdialog und ziehe mir jetzt auf jede Schicht das gewünschte Material. Mit der überarbeiteten Materialverwaltung und der neuen Suchfunktion in Version 16 geht das spielend leicht. Einfach die Materialien per Drag and Drop in das Textfeld ziehen, fertig. Alles, was wir jetzt noch tun müssen, ist, den Parameter neu abzuspeichern, damit er auch in Zukunft verfügbar ist. Datensatz speichern, fertig. Für den Vorher-Nachher-Vergleich setzen wir einfach mal die überarbeitete Wand ab. Und ihr seht schon, die Wand ist fast nicht wiederzuerkennen. Das ist die neue Entwurfsqualität in Version 16. Das Gleiche könnt ihr jetzt für all eure Parameter machen und ihr werdet sehen, eure Modelle werden eure Kunden begeistern. Das war's auch schon wieder. Mit diesen wenigen Schritten übertragt ihr eure bestehenden Parameter in die neue Version und habt sie auch gleich optisch deutlich aufgewertet für eure zukünftigen Projekte. Wenn ihr Fragen zur Übernahme der Parameter habt oder CAD-Administrator seid und globale Parameter übernehmen wollt, hilft euch gerne unser Premium-Support-Team weiter. Ich und das gesamte EliteCard-Team wünschen euch viel Freude mit der neuen Version.